Moin und willkommen zu einer neuen Runde X4. Ich habe jetzt außerhalb der Aufnahme schon mal einen Magnetstein besorgt. Einen Magnetstein brauchen wir jetzt, um den HAT-Plot quasi weiter voranzutreiben. Den brauchten wir ja als Geschenk. Den habe ich mir relativ easy hier geholt. Da ballen sich halt auch immer sehr, sehr viele Miner in diesem Gebiet von den Terranern. Und wieso kann ich mir den jetzt nicht angucken? Ja, auf jeden Fall werden da ja dann gerne mal Gegenstände fallen gelassen bzw. gedroppt. Wie zum Beispiel diese Magnetsteine. Und die brauchte ich dann noch einsammeln. Autopilot eingeschaltet. So, fliegen wir mal zu Daryl. Ja, wie man gerade gesehen hat, mein Kontostand ist auch gar nicht so verkehrt. Wir sind mittlerweile wieder bei guten 4 Millionen Credits. Und eigentlich habe ich mich sogar dazu entschlossen, die Station immer noch nicht weiterzubauen, sondern mir einen weiteren Miner zu kaufen, einen weiteren Schürfer. Einfach um eben diese, ja, das Einkommen quasi nochmal zu verstärken. Ich hatte vor kurzem wieder was verkauft. Ich denke ja. Hier zum Beispiel. Vor 9 Minuten hat er seine Fracht abgeladen. Hat dafür 562.000 Credits bekommen. Das ist quasi der Kranich, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Genau, das Schiff, was ich darüber verkauft habe, also kurz danach, das habe ich erbeutet in einem Kampf. So, wir sind ja doch relativ lange unterwegs. Ah, das wird nochmal hier kritisch. Die bauen hier schon wieder. Und die greifen hier die Waffenkomponentenfabrik an. Zähnen. Zeit, dass jemand aufhält. Schwierig. Selbst mit den starken Dingern, die es hier drin gibt. Können nicht verkauft werden an Dritte. Aber ich bin froh, dass ich einen davon bekommen habe. Ja. Auf jeden Fall benötige ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Schiff steht nicht zum Verkauf. Okay, das ist schade. Weil die hätte ich gerne gekauft, Kyoto-Träger. Die Asgard genauso. Erreichen
Speichersystem 18 Milliarden. Nur der und das hässliche Ding hier. Wie sieht's denn bei denen hier aus? Gut, da bin ich wahrscheinlich eh noch nicht, nicht hoch genug. Aber die haben diese Schiffe auch gar nicht. Im Minenfeld. Erreiche System. Stiller Zeuge. Gerne. Aber auch das in voller Montur. 37 Millionen. Auch immerhin 12 Millionen, der kleine Jäger hier. Und 38 Millionen für den. Jetzt müssen wir doch so langsam mal ankommen. Ach Gott, noch lange nicht. Wir sind hier also ein stiller Zeuge. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Der denn dadurch? Ist ja nicht ganz dicht. Aber wegen so ein bisschen Nividium. Erreiche System, Morgenstern. Naja. Auch schief gehen, ne? Fordere umgehend Verstärkung an.
macht denn der Kleine hier überhaupt gar nichts, ne? Die kleinen Schiffe will ich ja eigentlich auch nicht mehr. Schiff verloren. Ne. Sah so aus. Hey, hier. Speer. Geht's nicht, nämlich nicht so gut. Okay, dann wollen wir mal. Mach hier nochmal. $4,400,000. Das ist gar nicht so schlecht. Zumindest kurz vor der Aufnahme habe ich nochmal geguckt, was mich jetzt ein Kran nicht kosten würde. Da waren wir mal wieder bei 4,6 Millionen, glaube ich. Auf jeden Fall wieder deutlich unter 5 Millionen. Da waren sogar 4,2, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das heißt, wir müssten eigentlich schon mal einen weiteren Kran nicht kaufen können. Machen wir aber, wenn wir hier mal durch sind. Ja. Haben wir das Ding hier nicht feindlich gesinnt? Autopilot ausgeschaltet. Andockerlaubnis erteilt. So, angekommen. Erfolgreich angedockt. Willkommen. Stehen Sie schon hier oben. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Hoffen wir mal, dass meine Intuition mich nicht getäuscht hat. Wir sind fast so weit, um uns mit dem Leutnant vom Pakt zu treffen. Captain. Da ist er. Verhalten Sie sich bitte äußerst respektvoll. Nun denn, Argone. Es ist erfreulich, dass Sie gekommen sind. Ich bin wirklich erfreut, dass Sie nicht meine Zeit vergeuden. Guten Tag. Mein Name ist Dalbusta. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie einem Treffen mit uns zugestimmt haben. Ich bin mir sehr wohl bewusst, wer Sie sind und wen Sie repräsentieren. Kommen Sie. Gehen wir an einen Ort, wo wir ungestört sind. Also schön. Entschuldigung, aber das ist ein privates Treffen.
Captain Buster hat damit gerechnet. Er hat angeordnet, dass sie nach Hatikva zurückkehren und auf weitere Anweisungen warten sollen. Uns passiert schon nichts. Schön, dass man dann erstmal dahin fliegt. Autopilot eingeschaltet. So, müsste da jetzt nicht langsam mal was passieren? Während der Flugzeit können wir jetzt ja mal gucken. Was gibt's denn eigentlich hier für Schiffe? Hab ich schon wieder vergessen. Deuter Verdichterschiff. Was ist denn ein Verdichterschiff? Tja. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich möchte das nicht haben. Zumindest erstmal nicht. Nein. Da kaufen wir nichts. Erreiche System, Morgenstern. Hier spricht Reen. Ich schicke Ihnen alle Daten, über die wir verfügen. Sie haben noch nicht genug. Weiter geht's. 4,6. Fordere umgehend Verstärkung an. Autopilot, Autopilot, eingeschaltet. Merkur, Merkur, Verteidiger. Autopilot, Falke, Verteidiger. Jetzt hab ich dich. Hier hat mir keiner. Nein. Die Schäden sind beträchtlich. Das sind sie. Die werden gleich noch schlimmer, die Schäden. Es tut mir leid. Bursaut, Verteidiger. Rettungskapsel. Autopilot eingeschaltet. Ich würde noch kaputt gegangen, ne? Nein, nein, nein. Ah, die kennen wir doch schon.
Die Bussard. Die kann mal erstmal hier oben anlocken. Oder wir kaufen sie sogar sofort. Ja, komm. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Danke für Ihre Hilfe. Gerne, gerne. Erreiche System. Fatigwas Entscheidung. Jo. Mal wieder Post bekommen. Wie lange sind wir denn noch unterwegs? Aber wir sind gleich da. Das ist ja in Ordnung. Hightech-Fabrik. Hightech-Fabrik. Autopilot ausgeschaltet. Außerhalb von Andockreich. Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Dagegen geknallt. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Schon doofes Hin und Her. Ich habe Dell in der Leitung. Können Sie das wiederholen, Dell? Der Pakt von Grüne Schuppe hat einige Forderungen gestellt, um die Angriffe auf Einrichtungen von Hatikva einzustellen. Ich schicke dir die Details und habe noch ein paar zusätzliche Vorschläge. Sind diese Forderungen nicht etwas übertrieben? Wir wollen unsere Beziehungen mit Ihnen beenden, nicht noch enger zusammenarbeiten. Entweder nehmt ihr das Angebot an, oder ihr bettelt bei den Argonen um Hilfe, um euch aus dem Dreck zu ziehen. Na schön, ich treffe die nötigen Vorbereitungen. Gut, folgt den Anweisungen und alles wird gut. Und nun muss ich mich um andere Angelegenheiten kümmern. Machen Sie's gut, Dell. Sieht so aus, als müsste ich ein paar Gefallen einlösen.
Da Sie uns so vorbildlich unterstützt haben, überweise ich Ihnen ein paar zusätzliche Credits als Belohnung. Yay. Es sieht so aus, als würden wir dieses Chaos endlich hinter uns lassen können. Es gibt aber noch immer ein paar Sachen, die geregelt werden müssen. Basierend auf den Daten, die Sie und Dell gesammelt haben, haben wir ein paar automatische Drohnen ausgeschickt, um einige Nachschubverstecke des Pakts zu zerstören. Im Nachhinein betrachtet, war das vielleicht nicht die beste Idee. Sie reagieren nicht auf das Deaktivierungssignal. Wir brauchen Pilote, die losfliegen und sie zerstören, bevor sie jede Chance auf eine Einigung zunichte machen. Na gut. So, was sind wir jetzt alles eingegangen? Missionsbelohnung. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt endlich unser Schiff kaufen. Das nächste. Das ist bestimmt wieder teurer geworden. Machen wieder unsere eigene. Und bestellen. Dann haben wir noch 600.000. 650.000, wobei auch jetzt schon wieder die nächsten 345.000 eingehen. So, dann... Die beiden jetzt, wenn er denn fertig ist, gleich untereinander sein. Der wird jetzt 3 Minuten 17 gebaut. Und in der Zeit kümmern wir uns um die, was war das, Türme? Drohnen. Nemesis, Angreifer. Sir. Abdocken. Auf geht's. So, hier ist ja nicht weit entfernt. Boah, man merkt echt, dass das schon spät ist, weil... Unbekanntes Schiff. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, ob ich gerade gespeichert habe oder nicht. Also ich denke schon. Magneta, Mineralien, Verteidiger. Unbekanntes Schiff. Ja, das muss eigentlich das nächste sein. Mal kurz ein bisschen schneller ran. Unbekanntes Schiff. Verteidigungsdrohne. Das Ding
Ding hat mich ja schon mal als Feind erkannt. Dahin. Und wenn wir damit fertig sind, könnte auch schon fertig sein. Gute Arbeit mit den Drohnen. Als Teil der Einigung mit dem Pakt bauen wir einen neuen Produktionskomplex. Das ist ein riesiges Projekt und wir müssen dessen Sicherheit bis zur Übergabe gewährleisten. Dell hat angeregt, dass wir stationäre Verteidigungsanlagen rund um die Baustelle aufbauen sollten. Ich übertrage Ihnen die Stationskoordinaten. Lasertürme. Das heißt, ich brauche Lasertürme. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Das heißt, das wäre das nächste. Autopilot eingeschaltet. Und wir erstmal die Lasertürme. So, und in der Zeit könnten wir mal nach dem zweiten Miner gucken. Und ich hatte überlegt, ob wir den eventuell hier unten drauf loslassen. Da hätte ich dann eher ein Gas an meiner nehmen müssen. Hier haben wir ein Nividium. Machen wir ein Nividium meiner draus. Erstmal gucken wir sowieso. Was haben wir für ein Captain drauf? Ja. Einen wirklich tollen. Das heißt, wir werden uns nochmal unsere Mannschaften angucken. Dann haben wir hier nochmal einen. Einer, zwei, so. Den entlassen wir. Und dafür sagen wir zu dem, die war bitte mal dahin als Captain. So. Und dann haben wir Marinesoldaten. Hier zum Beispiel. Sicher gar nicht. Brauche der Service. Autopilot ausgeschaltet. Kann der mal dahin? Dann brauche ich ja gar nicht. Also gar keinen Platz mehr frei. Das war ja Quatsch. Argon Raum Dock. Mal andocken. Wollen wir da mal rein. Brauchen wir 5. Lasertürme.
nochmal auf ihn hier. Alles stark. Bestätigt. Das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass wir... wie heißt denn das noch? Den zweiten... Da. Den fortgeschrittenen Handel machen können. Das ist doof. Dann müssen wir erstmal hier ein profitabler Handel. Greifen jetzt in den Kampf ein. Warum eigentlich Handel? Doch Bergbau, das da. Lokaler Bergbau. Was hier? Lithium, Eis, Helium. Machen wir in profitabler Handel 4. So, jetzt sollte er dahin fliegen. Jetzt sogar da unten hin. Also, was halt alles ein Sektor ist. Dann gucken wir mal, dass der mit für uns Geld verdient. Autopilot eingeschaltet. Ja, ist ja mal nicht so viel, was er hier eingenommen hat. Wahrscheinlich ein bisschen Nividium. So, wir bauen da unten die erste Station. Auch interessant. System, Hatikvas Entscheidung. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich den ja eigentlich... ...der Flotte zugewiesen. Das geht scheinbar nicht. Wahrscheinlich, weil der Captain zu doof ist. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Autopilot
ausgeschaltet. BR-5. Ein Schiff gefunden. Oh, ein Adler. Wie war denn das noch? Zuweisung aufheben, genau. Ja, dann müssen wir scheinbar... Ja, alles nochmal machen. Lokaler Bergbau, Erz, profitabler Handel... Da. Profitabler Handel. Hier. Ja. Ah, der ist sogar tatsächlich schon da. Nicht gedacht. So. Wir stehen ganz kurz vor der Vollendung. Autopilot eingeschaltet. Zum Glück ist es nicht so weit. Wo ist denn jetzt die Adler? Die war hier, ne? Autopilot ausgeschaltet. Frage, möchte ich die behalten oder möchte ich die nicht behalten? Ich glaube nicht. Die schenke ich den Teladi. Kaufe ich. 1,3 Millionen. Ja, verrückt, da ist man doch schon wieder bei 2,2. Hightech-Fabrik. Dann denke ich, werden wir jetzt dieses einen Frachter kaufen, ebenfalls einen L-Frachter. Kostet auch wieder sehr viel Geld. Und mit diesem Frachter werden wir dann das Material kaufen für die Station. Und den Frachter dann vielleicht der Station zuordnen. Erfolgreich angedockt. Sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Wahrscheinlich gar nicht können. Man muss dann auch auf Handelsmissionen oder so erstmal gehen, weil die Station hat ja noch gar keinen L- und XL-Dock. Nemesis, Angreifer. So, haben wir jetzt genügend Botengänge gemacht? Oder geht das noch weiter mit dem Hin und Her?
Danke, dass Sie kommen konnten. Wir geben unser Bestes mit der Anweisung, die Dell uns dagelassen hat. Aber um ganz ehrlich zu sein, viele meiner Leute sind sehr unzufrieden. Aufgrund der vielen Verluste würden die meisten lieber einen offenen Krieg gegen den Pakt anzetteln, als ihnen ständig Zugeständnisse zu machen. Dell schlug vor, dass ich mich mit einem Leutnant des Pakts treffen sollte, um die Vereinbarungsunterlagen zu übergeben. Das kommt aber gar nicht in Frage, weil ich den Teladi wahrscheinlich direkt in die nächste Abfallschleuse stopfen würde. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie hingehen und ihm sie übergeben würden. Lächeln Sie einfach, bringen Sie die Übergabe hinter sich und dann verschwinden Sie schleunigst. Danach können wir wieder einem geregelten Leben nachgehen. Mhm. Ja, so machen. Nemesis, Angreifer. Autopilot eingeschaltet. So, der nächste Botengang. So, die Transporter würde ich wahrscheinlich hier kaufen. Er kann 40 S-Schiffe mitnehmen? Würde der 9 Millionen kosten? Also gehen wir eher von 10 aus, zumindest 11. Und hier. Nehmen wir ihn hier. Wäre deutlich günstiger, der könnte aber auch keine Schiffe mitnehmen. Also gut wie keine Schiffe. Containerlager habe ich jetzt tatsächlich nicht geguckt. Oder ihn hier. Oder die Okinawa. Das wäre dann wieder entsprechend dem anderen. Erreiche System, Morgenstern. Es wäre wahrscheinlich schon am coolsten, den zu nehmen. Teuer. Dann wird es hier noch die hier geben. Der geht ja auch noch. Der ist wiederum extrem hässlich. Der ist auch hässlich. Also ginge wenn bei denen nur der hier. Dann wird es noch die Split hier oben geben. Erreiche System. Hitlers Untergang. Sehr, sehr wenig.
laden. Aber ist ja verrückt mit den ganzen S-Schiffen, die da reinpassen. Das sind hier schon eine halbe Träger. Oder wir kapern uns einen Transporter. Ja. Teladi sind wir auch schon, Stufe 9, 10. Andock-Erlaubnis erteilt. Sehr gut, damit sind wir angekommen. Geben? Oh, natürlich. Vielen Dank. Das war doch ein hübscher kleiner Spaß. Ich muss schon sagen, dieser Dalbusta ist ein sehr interessanter Mann. Er könnte mich überreden, Hatikva eine Chance zu geben, ihre Schulden zurückzuzahlen, damit wir uns endlich auf die Zukunft konzentrieren können. Aber wie es scheint, gab es wohl ein Missverständnis. Der größte Forderungsposten ist der Respekt. Und doch stehen Sie nun hier. Hatikva muss Ihnen wirklich vertrauen, aber Sie sind nicht die Art von Strohmann, den ich erwartet hätte. Solange Hatikva mir nicht den Respekt erweist, ihre Anliegen persönlich bei mir vorzutragen, kommen wir bei diesem Geschäft nicht weiter. Ich frage mich, ob Sie es rechtzeitig zurückschaffen zu Hatikva, um Sie zu warnen, oder ob Sie nur noch Trümmer und Zerstörung antreffen werden. Mhm. Kann ich helfen? Auf Wiedersehen! Ja. Wieder einfach nur hin und her fliegen gewesen. Autopilot eingeschaltet. Pilot, was geht da vor? Der Pakt von Grüne Schuppe greift unsere Anlagen an. Wir verfügen nicht über die Leute oder Schiffe, um uns darum zu kümmern. Ganz besonders so weit in den Außengebieten.
Selbst die örtlichen Polizeikräfte sind überfordert. Ich setze mich mit den Argonen in Verbindung. Das geht entschieden zu weit. Könnten Sie bitte helfen, wo Sie können, bis die eintreffen und sich darum kümmern? Ich schicke Ihnen alle Daten, über die wir verfügen. Autopilot eingeschaltet. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja hier die Schiffswerft der Boronen noch. Ich meine, da wird es nicht günstiger. Hätten wir ihn hier noch. Morgenstern. Ja, eigentlich irgendwie doch ganz schick. Ich muss auch unbedingt nochmal zu den Boronen hin, um mich befördern zu lassen. Okay, da soll ich hin. Dann sind wir schon gleich da. Ja, der ist jetzt voll und verkauft nicht. Shuyako, Verteidiger, wurde geentert. Shuyako, Verteidiger. Autopilot ausgeschaltet. Rettungskapsel. Shuyako, Verteidiger. Falk, Angreifer. Das ist nicht. Shuyako, Verteidiger. Angreifer. Shuyako, Verteidiger. Verteidigungsdrohne. Shuyako, Verteidiger. So, was passiert da jetzt? Polizei. Alle Hatikva-Schiffe müssen unverzüglich umkehren und sich in
sichere argonische Gebiete begeben. Captain, machen Sie sich auf den Weg. Die Argonen greifen Hatikva und den Pakt gleichermaßen an. Bevor die mich wegsperren, überweise ich Ihnen noch Ihre ausstehende Belohnung. Das Chaos ist am Ende ja noch größer geworden. Wenn Sie auf Ihren Reisen dem Teladi Bastu begegnen, schicken Sie ihm ein paar Raketen hinterher. Mit freundlichen Grüßen von mir. Was Bell angeht, der hält sich wahrscheinlich eine Weile lang bedeckt. Er tut gut daran. Ich schicke ihn. Aber sehen auf damit! Eine Crew nur. Hätte ich einfach mehr dabei haben müssen. Autopilot, Autopilot,
ausgeschaltet. Zu wissen. Das Ding jetzt schon explodiert? Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt sind wir gleich da. Wrack. Schiff in Sensorenreichweite. Keine Lebenszeichen erkannt. Nicht gekennzeichnete Blackbox entdeckt. Nicht gekennzeichnete Blackbox entschlüsselt. Logbucheintrag hinzugefügt. Okay, damit ist der Plot, glaube ich, beendet. Wir fliegen. Einmal zu den Boronen. Eieieiei. Autopilot eingeschaltet. Was haben wir hier? Ein Barsch. Arsch können wir eigentlich auch verkaufen. So. Der ist immer noch voll. Jetzt ist die Frage, finden wir irgendwo irgendjemanden, der uns Erz abnimmt? Reichlich Erz abnimmt? Erreiche System, Ketzers Untergang. Hier kauft jemand Erz. Der hier. Thank you.
nimmt sogar alle 5000 Einheiten ab. Was ist das? Das Schiff scheint im bergbaren Zustand zu sein. Ich vermute, dass es wohl vor nicht allzu langer Zeit aufgegeben wurde. Das ist eindeutig ein Bergbauschiff, aber das ist seltsam. Soweit ich erkennen kann, gibt es hier wirklich nur sehr wenig abzubauen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Schiff in irgendeiner Form angegriffen wurde. Amalaka, das ist offenkundig falsch. Es gibt absolut keine Anzeichen für äußere Schäden. Aber das macht das Geheimnis noch verführerischer. Wo soll denn das sein? Jetzt hier ein Schiff gefunden oder wo haben wir das Schiff gefunden? Keine Ahnung. Das muss ja irgendwo sein, zum Beispiel hier. Wo es vorher nichts abzubauen gab. Du bist doch auch voll. Warum verkaufst du nicht? Erreiche System. Karge Küste.
weil nicht alles los wird. Wieso ist mein Schiff schon wieder beschädigt? Keine Ahnung, woran das liegt. Naja, okay. Ich würde sagen, mit dem Blick auf die Uhr würde ich hier erstmal wieder einen Cut machen. Der HAT-Plot, wie gesagt, sollte jetzt beendet sein. Ja, soweit ich weiß, wird unser Auftraggeber, der aktuell Verschollene, demnächst bei uns auf der Station im Hauptquartier auftauchen. Und genau, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um den Stationsausbau. Oha, da muss ich einmal kurz gucken. In Ordnung. Kranich 2 ist beschossen. Ja gut, da werden wir wahrscheinlich eh nochmal neu laden müssen. Captain, hier spricht Boso Tau. Ich glaube, wir haben hier etwas. Es wäre vielleicht angebracht, wenn Sie herkommen. Ja, er müsste da eigentlich langsam mal verschwinden. Naja, wie gesagt, ich werde hier einmal beenden und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, vielen Dank, bis zu sehen. Ciao.